Hallo meine Freunde und ein recht herzliches Willkommen zurück zu World of Tanks mit dem Chrom. Hallo! So, wir fahren wieder runter an den Strand. Und wir machen Urlaub! Yeah, Urlaub! Gut, dann kommen wir jetzt mal zu ernsten Themen. Bundesliga. Es ist ja im Moment der letzte Spieltag angebrochen. Und wir können ja einmal eben schnell gucken, wie es immer auf den verschiedenen Feldern steht. Also, FC Bayern gegen Stuttgart. So wie es da steht, hätte ich nie gedacht. 1:4 für Stuttgart. Das ist traurig. Das ist echt traurig für die Bayern. So, bisher Ginzek in der 5. Tolisso in der 21. Dann Donis in der 42. Akolo in der 52. und der 55. nochmal Ginzek. Also klar da im Moment. Ich glaube nicht, dass sich da noch was tut. Hoffenheim gegen. Glaubst du? Ich glaube schon, dass der Bayern ist. Ja. Hoffenheim Dortmund 1:1. Marco Reus hat ausgeglichen. 58. Minute. Sehr gut. Wer? Was? Wer spielt als Hamburger? Das ist ein Spiel. Das ist ein deutscher Spiel. Der Gegner zieht auf uns. Kommen wir da nicht ran. Achtung, Defender, vergiss, da kommen wir nicht durch. Aber hier rum will auch noch ein IS-3. Ich fahr mal hier seitlich ran. Ach, und ich schieß gegen die. Alter, das war traurig. Hilfe, IS-3, wir rommen. Oh, ist er gebounced, der kleine Lappen. Achtung, non, IS-3. Autsch. Hab ich keine Chance. Zwei IS-3, da komm ich nicht durch. Die machen die erst mit Kleinholz. Wir schießen auch alle mit Gold. Stimmt, der ist der ESP. Achtung, ES3 kommt raus. Nein, komm! Wir haben Chrom verloren. Ich bounce. Ja, aber warum auf, dass das so bleibt. Nein. Warte, haben die als Siegtor gehabt? Haben die. Nein. Ausrasten! Nein, das ist schön. Nein! Für mich als Nicht-Fußball-Fan ist das toll. Ja, aber du ein kleiner Anti-HSV-Fan bist, ne? Kleiner. Oh, TN20 bist du gebounced. Oh nee, jetzt will sich hier der ES3 rumschummeln. Leute, hallo Team. Ja, leck mich doch einfach. Da bleibt mir die Kette weg. Ja, mein Drecksteam macht hier nichts, ey. OH Leipzig 1:5 gegen Hertha. Okay, das ist bitter für Hertha. Das ist echt bitter. Natürlich. Leck mich. Hättest du gedacht, dass Hertha da jetzt so untergeht gegen Leipzig? Komm. Hallo? Keiner weiß, wer der Chrom ist. Chrom. Chrom redet nicht mehr mit uns. Was haben wir ihm nur angetan, dem armen Chrom? Was haben wir denn noch? So.
Hallo, Krom? Krom? Alles ist Much. Juhu, Krom ist wieder da. Yeah, juhu. Ich hatte eben eigentlich die Frage gestellt, hättest du das erwartet, dass Hertha so untergeht gegen Leipzig? Ja, Leipzig ist schon ziemlich stark, deswegen hatte ich ja ein Gefühl. Aber die hatten ja aber jetzt aber auch schon wieder eine lange Zeit eine echte Schwächephase, die Leipziger. Also. Oha! Das kannst du nicht durchhalten. Siehst du? Wort ist eine Lebenseinstellung. Du wirst sie nie wieder los. Der Stritzwagen ist in Schweden. Oh, na toll, Stritzwagen. Ja, guck mal, wer da hinten kommt. Da hinten kommt noch ein steifer Emil. Sicher? Also der liebe Kusamo hatte uns gesagt, das ist ein steifer Emil. Hat er wirklich gesagt. Oh nein. Nee, warum? Egal. Das bringt eh nichts, solange die Wolfsburger führen. Schüsse 5 zum HSV, 5 Gladbachs, Tusche 6, 2, 4, 5, 2, 5, 5, 5, 5, 6, 3, 5, 6, 5. Komm schon. Die Borussen packen das noch. Wir müssen die aber jetzt aber erstmal zwei Tore schießen nach momentanem Stand. Weil wenn sie unentschieden spielen, dann steigt HSV trotzdem auf. Ich gucke mir die Spiele alle nachher in der Sportshow an. Kommt ja um 22 Uhr oder so, ne? Kommt das mal in das aktuelle Sportstudio. Und dann gucken wir uns das mal an. Aber ich hoffe, dass Dortmund gewinnt. Ich gönn's denen einfach, dass die jetzt in die Champions League kommen nach der ja sehr huckeligen Saison, nenne ich sie mal. Nee, das liegt aber nicht nur auch an Aubameyang. Ich finde es auch doof, dass Dembélé gegangen ist. Aber ich verstehe, was bezweckt ihr damit? Ich meine, bei Barca kriegt da kaum Spielzeit. Das bringt ihm gar nichts. Was geht? So, voll der. Da kann ich dir nicht widersprechen. Das sehe ich in der Tat auch so. Alter, das ist echt okay. Oh, bounce ja alle, ihr dreckigen Säcke. Jo, ich treff den T50-2 nicht. Boah, MT25, lass es doch irgendwann. Du bounced eh. Wahnsinn, jetzt hat er meine Kette abgeschossen. Jetzt ist er wahrscheinlich stolz. Bounce.
Jetzt haben die wahrscheinlich schon, also haben die wahrscheinlich schon das halbe Gegner-Team leer geschossen, ne? Bounce. Bounce. Bounce, bounce. Komm, also ich glaube, ich krieg nachher, ich krieg hier nach dem Match die meisten MP für geblockten Schaden. Ich habe bisher noch nicht einen, Gegner getroffen. Aber dafür mehr als, ich weiß nicht, wie viel Damage jetzt schon gebaut. Yes, 320 Damage auf die K1S. Du hast einen da. Zwei Kills hast du schon, Alter. H 200. Oh, Kette ab. Komm schon, gib ihm. Wir müssen die andere Kette noch abschießen. Was sind die beide ab jetzt? Ich sehe es nicht. Ja, kacke, K1S. Der K1S, der traut sich da hinten irgendwie nicht so recht raus aus seiner. Boom! Tschüss. Bounce. Alle gleich zwei haben gleichzeitig auf mich geballert, sind beide gebounced. Mann, K1S, Ace, jetzt komm doch raus, dann können wir endlich beenden. Ja. Was soll denn das rumgekämpfe von ihm da? Egal, komm, das gewinnen wir jetzt hier noch. Easy. Ja, aber von hinten kommen oder ich komme oder ich die Scheiße immer jetzt schon. Ne, ich bin raus, T29. Ich bin aber gespannt, wie viel dann da jetzt bei mir abgeprallt ist. Bin ich echt gespannt drauf. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel ist da jetzt gebaut. Das ist wahrscheinlich eine Stahlwand, oder? Ja, ich habe 3425 Damage habe ich geblockt. Alter. Das ist ordentlich. Wir sind doch die geilsten hier. Wir sind die geilsten der geilsten. Sogar die Geilen sind neidisch auf uns. Na, also wir aber mit dem Tiger haben wir gewonnen. Ich habe 1103 EP bekommen. Vor allem bei mir sind. Da mache ich mir gar keine Gedanken drüber, dann bin ich erst. Keine Ahnung. Aber hier, Robert Gildisch kann eine neue Fähigkeit sich ausprägen. Was möchtest du denn? Was nehmen wir denn Schönes? Ich bin am Überlegen. Ich überlege gerade, ob ich. Moment, Feuerausgabe wird die Genauigkeit während der Turmdrehung um 7,5% verbessert. Das ist nicht schlecht. Oder voll ausgebildet wird die Genauigkeit eines beschädigten Geschützes um 20% verbessert. Verringert den Effekt durch Schießen auf den Tarnfaktor des Vorteils um 5%. Übergeht durch die Los. Beschleunigt das Laden des Geschützes. Mein Adrenalinrausch ist auch schon geil. Ich würde empfehlen. Sechster Sinn habe ich ja schon. Und nehme ich Adrenalinrausch oder gedämpfter Schuss? Leipzig führt gegen Hertha 5-2. Oh, sie haben nur Ausrede. Ja, jetzt kommen sie aber ran hier, die. Ja, ruhige Hand. HSV hat eine rote Karte. Oh, was gegen gesagt, wen? Nee, Bobby Wood? Was? Wer? Bobby Wood in der 71. Minute. Rot. Mhm. Oh.
Ach komm, scheiße, weil jetzt das Gequatsche jetzt ist sinnlos. So, gedämpfter Schuss, fertig. Tiger 2 rein. Auf geht's. Leipzig hat auch nichts mehr rote. Oh, wer, was, wann, wie? 21.04. Tut mir leid, das ist etwas. Wie sieht es mit Wolfsburg im Moment aus? Ist da noch etwas Spannendes passiert? 3-1. Also das mit, wir geben den Hamburgern Schützenhilfe, klappt nicht so ganz, würde ich behaupten. Oh, Hoffenheim 2-1 gegen Dortmund. Freiburg 2-0 gegen Augsburg, also jetzt haut der Herr Streicher richtig rauf, ne? Ich glaube, wir sind das erste Mal abgestiegen. Aber ihr fehlt jetzt 2-1 gegen Gladbach. Mhm. Ihr hört 3-1, okay. Also bei mir steht immer noch 2-1. Oh, Stufe 10er. Ich hab auch keine Lust, die fallen in Selbstmord, okay? Wir können uns ja gegenseitig abknallen. Komm schon, gib mir Amorek. Oh, schade. Aber guck mal hier, E75, den Panzer hab ich heute auch locker noch. Geil. Ja, komm, aber zwei Matches können wir doch so spielen. Komm, das sind dann nur zwei Matches für die Zuschauer, damit die mal den E75 sehen können. Was, warum soll ich den denn nicht verkaufen? Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab den dicken, ich habe den Borsig, also und die Ausführung A, also jetzt, ne? Ich hab so viele Achter, ich weiß gar nicht, wohin mit den Achtern. Ja. Der Ey. Ja, was sollte mit denen gemacht haben? Ich hab gespielt, Alter. Ich habe World of Tanks gespielt, sieht man doch, Alter. So, komm, E75, hau rum hier und dann gib mir Schützenhilfe. Pass auf. Na gut, hier 7. Komm, E75, hau. Ja, moin, der haut mir mal eben fast die Hälfte meiner Trefferpunkte weg. Alter. Vergiss es. Hätte. Was macht der Jagdtiger hier? Jagdtiger, hau ab hier! Ey. Kann der Jagdtiger mal abhauen? Ey, was soll das? Ey. Ohne Witz, ne? Dieser scheiß Jagdtiger. Ey. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Blockt mich unser Jagdtiger da weg und ich komm nicht weg, Mann. Ja, du Sack. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du einen Friendly Fire anschalten und diesen scheiß Jagdtiger weghauen? Ist doch ein Witz. Und ist doch scheißegal. Meiner Meinung nach sollen solche Drecksäcke auch Teamkiller-Status kriegen. Jetzt meinst du, der schubst mich nach vorne, damit ich nicht nach hinten wegkomme. Das ist doch genauso, als wenn du einen Verbündeten killst. Ist doch eigentlich genau dasselbe. Ja, übertreib, Mann. Scheißspiel. Scheiß Premium. Mann. Ja, scheiß Premium, Fotze. Und hat sich jemand getan nochmal? Nein. Aber wir können das Spiel besser. Das wissen wir nicht, wir können es ja leider nicht sehen.
kann ja auch sein, dass die sich mal. Nein, wir spielen nicht zum Panther. Wir wollen jetzt gerade nicht zum Panther spielen. Ich weiß, wo du hin willst. Du willst ein Toaster loswerden. Ja. Wenn ich die meinen Panther verstehen haben. Mal gucken. Moment, der Toaster war 5, ne? Ja. Wo habe ich denn noch was 35? Ah, yeah! Die Zuschauer rasten aus. Chill. Ich weiß, noch schlechter geht's nicht. Ich weiß. Dankeschön. Natürlich auch noch eine schön große Map für einen schönen lahmarschigen Panzer. Oh Gott, 3-1 jetzt zwischen Hoffenheim und Dortmund. Oh Gott. Das ist echt traurig. Achso, Wood hatte gelb-rot bekommen, oder was? Ja, Bobby Wood. Es kommen Gegner. Entweder schalten wir sie aus oder nehmen ihre Basis ein. Los geht's. So, dann eier ich erstmal an die Front. Nö, schon 7 wenn du willst. Och, Alter, was ist das für eine Scheiße? Du hast aber wenigstens eine anständige Gun, nicht so wie ich. Ja. Also weil ich drauf habe, ich wäre froh, wenn ich eine 8-8er hätte. Ich weiß, dass ich scheiße bin. Zumindest der Panzer ist scheiße. Ich weiß. Deutsch, hau ab. Von dieser Panzer, die ist einfach so richtig scheiße aus. Ja, dank unserem lieben Herrn Trump. Ich sag nur, was Schlimmes in Schweden passiert. Was ist passiert? Es ist ein Schrank umgefallen. Ja, das war schon dramatisch, was da in Schweden passiert ist. Dieser böse Schrank. Das stimmt, ja. Und der Sackreis in China. 100 pro war der rassistisch, der Sackreis. Alter, ich komme nicht mal bei einem Black Prince durch, Mann. Was ist das für eine Scheiße, dieser Panzer, ey? Und jetzt weiß ich ja, warum ich diesen Scheißen seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gespielt habe. Much, alles Much. Much. Git. Kaum gibt es hier irgendwo so einen selbst in die Luft Jagd-Knopf. Mann, warum haben die schon abgeknallt und nicht mich? Knall mich ab, ja, los, weiter. Gib mir. Ja, weiter. Komm. Alter, ohne Witz, ich komme bei dem Black Prince irgendwie durch niemanden. An der unteren Wanne komme ich durch. Much, alles Much. Ich komme an der unteren Wanne beim Black Prince nicht durch, ist klar. Komm, ist das Much? Ja, okay.
Alles Much, ey, Much. Mann, 10.800 EP fehlen mir noch, ey. Ja, Niederlage, 299 EP habe ich bekommen. Boah, das hat sich gelohnt. So, wir beenden jetzt hier aber erstmal die Folge. Danke dafür, dass ihr reingeschaut habt in unseren World of Tanks Spaß. Ne, Krom Spaß, juhu, Freude. Moch. Knarre schon an den Kopf gehalten, bereit zum Abdrücken, ne? Ja, mein Lieben, also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich alle gesund und munter und auch weiterhin mit Krom. Wir hoffentlich auch noch ein. Niemals, nein, Depper. Niemals, Depper, ja. Da wollte ich nur gekugeln. Drück ab. Ja, okay. Drück dir nicht ab. Drück ab. Nein, Menschen müssen auf Like drücken und drück nicht ab. Ja, oh, das ist ein Ultimatum, stellt er hier. Leute, ihr müsst alle abonnieren, sonst bringt der Krom sich um. Ihr müsst alle abonnieren, sonst wird der Krom umgebracht, nämlich von sich selbst. Nein. So Leute, aber wir lassen die Spannung noch da, ob er überlebt oder nicht. Ihr werdet es in der nächsten Folge vielleicht erfahren. Also haut rein, vergesst nicht auf den Abo-Button zu drücken für Krom. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle in der nächsten Folge wieder. Haut rein, tschüss. Das ist einfach, gratulieren, das zu lieben.